Ich habe aber auch hier so eine schöne kleine Mini-Bucht. Guck mal hier unten hin. Wo? Da unten. Habe ich auch so eine schöne kleine Mini-Bucht. Stimmt. Glaube, ich werde hier auch anfangen zu bauen. Jetzt habe ich zwar den Fluss da dementsprechend näher, aber egal. Fluss ist eigentlich gut, weil Weinbaum. bringt ja Leben. Popetrisch. Oh, Petrisch, ernsthaft? Ist das Gegenteil von symmetrisch. Das werde ich mir merken. Angeblich. Kann man so sagen, so, du hast was am Popo? Okay. Das ist sehr popetrisch, mein Freund. So. Bravo, das hast du Wir gut haben gemacht. Ruf bei Helena gemacht. Wahnsinn. Es steht aber zumindest so im Internet. Ich Ihr weiß nicht, habt ob es euch in stimmt. südliche Gefilde gewagt. Kann ich ja mal gleich bauen, ja, auf jeden Fall. Nein. Ja, jetzt haltet doch mal die Wenn ihr euch hier ansiedelt, kann der Sultan endlich mehr über eure Kultur erfahren. Oh. Ja. Einmal Darauf ist er das. bestimmt auch schon ganz heiß, mehr über die Barbaren zu erfahren. Barbaren erfahren. Wer jetzt? Weil der Vezier meinte, wenn er hier ansiedelt, kann der Sultan endlich mehr über euer Volk erfahren. Ja, ist klar. Ja, klar, vor allem, weil sich der Sultan auch total für die Barbaren interessiert und so. Na klar, wusstest du das noch nicht? Das Schöne an Anno ist, dass es ja das totale Weltbild verklärt. Aber gut, das hatten wir mal woanders. Ja, genau. Wer das wissen will, in meiner letzten Burnout-Folge. Das war, glaube ich, keine Ahnung, welche Folge. Müsste ich nachgucken. Oder die Folge heißt ja das Weltbild. Von daher könnt ihr nicht verfehlen. Ja, da war ich nämlich Gastkommentator, Moderator, keine Ahnung, und habe ein bisschen über das Weltbild gesprochen und wie verklärt wir eigentlich dabei sind. Und deswegen, ja. Ups, Auf das war das Falsche. jeden Fall Prädikat sehenswert. So, werde ich mal hier hinten so ein bisschen bauen. Wasser ist immer gut. So. 200 Bürger, hoppla, wir sind ja erst Bei? bei Bauern. Ja, und Bürger weiter? sind die dritte Stufe. Oder sind das jetzt? Ich weiß es jetzt gerade nicht bei mir. Ah, ich habe schon so lange kein 1404 mehr gespielt. Um ehrlich zu sein, bin ich ja bei 1404 immer so ein bisschen geteilter Meinung. Weil? Ach Naja. so, ja, stimmt. Es Ich gibt erinnere mich. Menschen, die sagen, es ist das beste Anno überhaupt. Ich gehöre nicht dazu. 1701 ist halt irgendwie mein favorisiertes Anno. Beides mehr so von Dings, wie heißt es? 1503. Das schwerste Anno bis 2070 kam. Ja, und 2070 ist wirklich easy. Man sieht es ja am Geldstand bei deinem Let's Play together. Naja, 1503 ist halt wirklich schwer gewesen. Jetzt Und habt ihr jetzt. 2070, also schwer ist gut, komplex. 1503 war komplex, nicht wirklich schwer. Und 2070 ist halt nochmal komplexer, dass du am Schluss Kohle hast und Ende ist klar, aber was hast du in jedem anderen? Es werden Ich die. brauche Holz. Aber hier kann man ja auch, glaube ich, Hütten hinbauen, Forsthütten, soweit ich weiß, oder nicht? Ja, kannst du. Gut. Ich muss Ja. schnell ein Haus aufstellen lassen. Oh Gott. Warte. Nein. Was auch immer das jetzt war, ich glaube, jetzt ist er weg. Einige Bürger sind in ihre Stadt gezogen. Hast du vergessen zu sperren? Gut Was? gemacht. Der Oder. Fortschritt in eurer Stadt ist für jedermann sichtbar. Nein, Ja, hier. ich hab einen einzeln aufstellen lassen, damit ich das Konto hochrüsten kann. Ach so, okay, ja gut, das ist alles. Worauf sollen wir hier eigentlich
Skill die Punkte rumpunkte oder willst du erstmal sparen? Ich würde es erstmal sparen, das ist ehrlich gesagt sinnvoll am Anfang. Ist eure Siedlung ganz schön gewachsen. Ja, haltet doch die Backen, meine Fresse. Ich würde es von Anfang ganz ehrlich erstmal sparen. Okay. Ich denke, es ist am Anfang relativ sinnfrei. Ja, genau. Nein, mir fehlt für Werkzeug. Ernsthaft jetzt. Die hätte ich gerade noch, aber die brauche ich selbst noch. Holz. Und der baut gerade nicht ab, das ist die Kacke. Dann hol dir welches von mir. Ja, war ich so. Ab zu dir erstmal. Hoppla, das ist ein Eisenvorkommen, kein Steinvorkommen. Ups. Warte, ich muss irgendwie. Hier ist das Steinvorkommen. Palmen bauen. Und das kann ich nicht, weil mir Holz fehlt. Ja, wie gesagt, hol dir welches bei mir. Schon dabei. Doch sind sie im Moment zufrieden, aber sobald ich keine Datteln mehr habe, wird's eng. Hauptsache, wir haben erstmal ein Plus von 161. bevor. Ihre Ansiedlung wurde ein neuer Status verliehen. Wieso bekomme ich bei Datteln immer so einen dämlichen Wortwitz ins Dingens? So ein Schüttelreim. Kann ich alles nicht bauen, weil mir Holz fehlt. Ernsthaft? Also sollte es auch. Ja gut, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie alles langsamer gehen, weil wegen Werkzeuge herstellen und so, ne? Ja, was denkst du denn, worauf ich hinarbeite? Keine Ahnung. Freibier für alle. Genau. Wollte ich eigentlich sagen. Ich bin gerade am Weg zu Northburg, um da Werkzeug zu kaufen. Ja, wir verdienen ja eigentlich genug, ne? Für den Anfang eigentlich ziemlich gut, ja. 158 die Sekunde? Oder wie viel war das? Alle oder die 10. Minute? Alle 10 Sekunden. Ja. Ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Warum ist die Quest bitte nicht erfüllt? Ach so, Bürger, stimmt, ups, das war die höhere Stufe von Siedler. Ja. Die Bevölkerung eines Konkurrenten ist zur nächsten Zivilisationsstufe. Ach süß. Beide denken die ganze Zeit, jedes Mal das gleiche. Weiß nicht, die Infos sind ja an sich ganz nett. Das geht jetzt gerade zurück, weil ich gerade noch ein paar Leute aufstecken lasse. Die Information an sich ist ja ganz nett, aber irgendwie nervt es halt auch ein bisschen. Ich werde mal bei mir reinpacken, dass ich hier Dings brauche. Milch und Gewürze und Datteln und so erstmal. Solange ich noch kein Holz habe, bringt mir das nämlich nichts. Weil ich habe nur 6 Tonnen Holz. Wie heißt es? Datteln. Ja, aber dann, wieso brauchst du dann die Gewürze? Gewürze brauche ich ja eigentlich in meiner Siedlung. Doch. Gewürze baust du an, damit sie im Okzident verbraucht werden. Achso, stimmt. Ja, Entschuldigung. Ja. Bedeutet, ich muss sie ja sowieso anbauen. Ja. Aber ich brauchte sowieso noch nicht, also Stress nicht so. Bis dahin ist noch etwas Zeit. Ja, genau. Boah, endlich. Nach 10 Millionen Jahren ist bei mir auch geil. Mein Schiff heißt wie ein Edelstein. Oder ein Kristall. Ne, ist ein Topaz. Edelstein, glaube ich. Topaz. Das ist ein Edelstein, ja. Ja, genau. So. Deine ganzen Bauern wollen aufsteigen und so. Ich weiß, komm gleich. Ich klau dir mal ein bisschen. Ups, ein bisschen ist gut. Ja, mach dich, ich habe genug Holzfäller und ich habe gleich das Werkzeug, um das Konto aufsteigen zu lassen. Dann habe ich auf jeden Fall genug Holz, also. So. Ja, jetzt hast du sowieso erstmal das. Yay, jetzt hast du das Gebäude ausbauen lassen. Sehr schön. Das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall auch genug Marktkarren. Blups. Warte mal, wie war das nochmal? Verkaufen die, wenn du den Preis irgendwie umändern willst oder so? Was? Also billiger machst? Was denn? Ja, Waren hier. Verkaufen die Dinger auch, wenn du die billiger verkaufst, als sie eigentlich sind? Kaufen willst? Ja, schon, aber nur bedingt halt. Also, es kann ja sein, dass sie Nein sagen. Sie verkaufen dann nichts. Oder so.
Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Olle? Ja? Ja. Es sind sage und schreibe 26 Minuten, die wir jetzt schon aufnehmen. Es ist nicht abgestürzt. Ich staune über mich selbst, ja. Und meine Vergesslichkeit. Macht nix. Oh, ich habe schon mittlerweile mehr Nomaden als du insgesamt an Bürgers, oder nicht? Nee. Jetzt übertreib mal nicht. Nomaden, ja, ziehen außerdem auch schneller ein, also bitte. Ah, ist ja gut. Jetzt darf ich erstmal warten. Supi. Braucht 240 Bürger. Für was? Achso, ja. 240 Bürger. Werkzeug. So. Warum lädt das die ganze Zeit bei mir? Er speichert. Nee, eigentlich nicht. Hat bei mir nicht gespeichert. Stimmt, wir hätten noch ein bisschen besser speichert, ja. Ich finde es toll. Ich habe noch über eine halbe Stunde bisher speichert. Wer sich jetzt fragt, warum ich auf diesem Profil, weil ich gerade offen habe, nur 4 Stunden Gesamtspielzeit habe. Ich habe mein Online-Profil wieder ausgegraben, das ich halt auf dem Server liegen hatte, weil halt mein altes Profil weg ist. Mit dem ich halt das alte Let's Play auch gespielt habe und so. Weil das ein Offline-Profil war und die Festplatte leider broken ist. Dementsprechend nicht wundern, das ist Absicht. Eigentlich nicht, aber okay. Macht nix. Hauptsache, ich habe hier auf der Insel erstmal Gewürze und Datteln, die ich anbauen kann. Das ist schon mal gut. Mal 15 sind auf jeden Fall zu wenig für 240. Das ist nochmal 8. Ja, schön für dich. Ja, Ching, alles ganz gut, alles ruhig, okay? Oh ja. Sagt der fast ausgetickt wäre, weil die Aufnahme nicht funktioniert hat. Ich hatte auch einen Grund, du hast nur die NPCs. Wie schön. Aber es war echt zum Würgen heute. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ja, du hast recht. Eine Insel wurde besiedelt. Schon für dich. Wir sind jetzt gleich bei den 200 Bürgern, wollte ich nur so gesagt haben. Ja, ich weiß. Ja, jetzt gleich. Ah, jetzt kommt gleich die Ansage. Ja. Gut, dass sie das geschafft haben. Komm schon. Das war ja auch so schwierig. Zählen wir mit. Noch 4. Aber jetzt muss ich jetzt ganz dringend hin. Noch 1, du hast geschafft. Nicht wahr? Toll. Ich krieg davon nix. Nope, alles ist meine. Ausgerechnet jetzt fehlt mir Werkzeug. Ja, Hauptsache, er produziert Holz. Ich werde es aber gleich selbst produzieren können, weil wir haben gleich die 240. Aussicht habe ich verrechnet. Aber 16 mal 8. Ah, 16 mal 15. Bin ich über 300. Na, das passt. Okay. Ich habe jetzt erstmal hier in der Nähe des Flusses, ich habe erstmal 2 dieser Norias gebaut, damit ich erstmal überhaupt Holz abbauen kann. Wie gesagt, das ist teuer und Holz kannst du von mir haben. Mittlerweile habe ich ja genug davon, also. Ja, jetzt habe ich mir selbst Holz angebaut. Aber nur eine Hütte. Was mir eher fehlt, ist Werkzeug. Was zum Fisch? Was ist denn jetzt los? Nein! Weil mir Doppel fehlt. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Ernsthaft jetzt? Die Nahrungsmittel gehen zur Neige. Kann ich nicht abreißen, oder? Hoch. Wir haben volle Baukostenrückerstattung, man muss da nicht aufpassen drauf. Och, ist doch zum Hühnerkotzen. Ganz ruhig, wir wollen hier keine Geflügel beleidigen. Ich bekomme regelmäßig. Aber. Wenn es weiter. Das war eine sehr gute Band, ja, Gini. Ist es das? Genau so ist es richtig.